So. Grüß Gott, ich bin, wie gesagt, Maximilian von der Leyen, Vorstand der Allgemeinen Südboden Grundbesitz AG. Wir sind eine private Vermögensverwaltung, investieren im Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung in gewerblich geprägte Objekte, die wir in der Regel langfristig im Eigenbestand halten. Ich möchte Ihnen heute unser Objekt Neue Baarland vorstellen, eine Konversionsfläche im Münchner Osten mit ca. 8,5 Hektar Grundstück und 100.000 Quadratmeter Bestandsfläche, welches sich von der ehemaligen Infineon-Hauptverwaltung zu einem herausragend funktionierenden Kreativcampus entwickelt hat. Geografisch Ramersdorf, jedoch an der Quartiersgrenze zwischen Haidhausen, Giesing und Ramersdorf gelegen. Mit dem Ausbau Haidhausens nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871, ich keine Sorge, wird nicht zu lang, entstand die Baarlandstraße zur Erinnerung an eine bedeutende Schlacht, die letztlich über den Sieg Frankreichs führte. Die Bedeutung Haidhausen wuchs insbesondere nach 1871 mit der Eröffnung des Haidhausener Bahnhofs, dem heutigen Ostbahnhof, welcher heute noch nach dem Hauptbahnhof der zweitwichtigste Bahnhof in München ist. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entwickelte sich der Stadtteil vor allem zum Wohnquartier für Kleinhändler, Handwerker, Arbeiter und Tagelöhner, welche zu der Zeit kein Niederlassungsrecht in der Stadt München hatten. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte sich dann Haidhausen-Ramersdorf durch Sanierungsmaßnahmen eine Aufwertung zum Wohnquartier von Arbeitern, Beamten und Angestellten. Also die Gentrifizierung gibt es schon länger. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders im Zuge der allgemeinen Modernisierung Münchens, wurden die traditionellen kleinen bis mittelständischen Handwerksbetriebe immer mehr durch Dienstleistungsbetriebe und moderne Bürokomplexe abgelöst. So, und jetzt, ist das hier durcheinander. Die ehemaligen Arbeiterquartiere Giesing, Haidhausen und Ramersdorf erlebten sogenannte Gentrifizierungsprozesse, gerade aufgrund ihres Arbeiter- und Industrieflairs, und entwickelten sich zeitversetzt zu begehrten Wohn-, Arbeits- und Freizeitorten mit entsprechenden Angeboten. So. Seit dem 18. Jahrhundert besaß die Familie Kustermann im heutigen Ramersdorf für ihre Eisenfabrikationsbetriebe ausgedehnte Liegenschaften, darunter auch das Gelände zwischen Baarland, Claudius Keller und St. Martinstraße. Nachdem Firma Siemens und Halske, die standen noch im Grundbuch, Siemens und Halske, Herr Halske hat irgendwas falsch gemacht, weil die Firma ist ja nur noch Siemens, glaube ich, ihren Hauptsitz 1949 von Berlin nach München verlegten, begann das Unternehmen in München eine Vielzahl von Anwesen im Münchner Stadtzentrum zu erwerben und Geschäftsgebäude, Wohn- und Freizeiteinlagen zu errichten. So auch unser Grundstück an der Baarlandstraße. 1955 wurden drei Architekturbüros zu einem Wettbewerb für neue Verwaltungs-, Fertigungs- und Laboratoriumsbauten eingeladen. Und der Entwurf von Hans Maurer und Eduard von der Lippe erhielt schließlich den Zuschlag. Die einzelnen Gebäude der Baarlandstraße entwickelte Maurer in bester Tradition des Bauhauses aus ihrer Zweckbestimmung heraus. Büro- und Laborgebäude, Fabrikationsräume mit großen, breiten Wandteilen und Bauten mit Vollklimatisierung für abweichende Herstellungsprozesse. Schwerpunktmäßig wurden auf dem Gelände elektronische Bauelemente und Halbleiter entwickelt und hergestellt. Es ist sozusagen die deutsche Wiege der Halbleitertechnologie. Gemeinsam mit anderen wissenschaftlichen Institutionen wurde außerdem an der Erforschung der Lasertechnologie gearbeitet. Mit der Ausgliederung verschiedener Geschäftsbereiche wurde das Halbleitergeschäft 1999 in die Infineon Technologies AG eingebracht und für die wurde das Gelände an der Baarlandstraße 73 dann zum Hauptverwaltungssitz und zum Standort für die Chipproduktion. Aufgrund von Umstrukturierungen und Auslagerungsprozessen jedoch zog Infineon im Jahre 2005, waren sie ganz reich, an den Stadtrand Münchens. Und damit stand das Gelände an der Baarlandstraße komplett leer. 2006 hat dann Siemens das Gelände international ausgeschrieben
Und die Südboden AG hat letztlich im Dezember 2006 das Areal kaufen können. Wir haben danach mit der HRE einen Partner gefunden, welcher uns das Objekt mit komplettem Leerstand finanzieren konnte und wollte. Und bis heute mit der Pfandbriefbank einen Partner, der uns auch bei den Neubauten sehr erfolgreich begleitet. So, und jetzt zeige ich Ihnen nämlich mal ein paar Fotos. Also das ist jetzt irgendwie in den 30er Jahren, wenn man es erkennen kann, da unten ist der Kustermann-Park mit diesen Schettachhallen. Also die Stadt München ist jetzt, da sieht man das Bahngleis. Gut, das ist ein alter Plan so. Und das ist dann im Bau, so Mitte der 50er Jahre. Und da sieht man die schöne Bauhausarchitektur. Da ist das Hochhaus noch zur Hälfte erstellt. Und der ganze Siemens-Charme in dem Grau, das haben sie lange beibehalten. Es gibt übrigens ein paar Objekte in München, die diese Schönheit haben. So, da hinten, also sieht man dann diese sukzessive Erweiterung. Sehr schön eigentlich. Und das nochmal das Gelände von oben, das ist jetzt zu einem späteren Zeitpunkt hin, ist die Chip-Produktion mit dieser blauen Halle. Da ist übrigens der Film Stonk teilweise gedreht worden. Kennen Sie den, diese Hitler-Tagebücher, wie er dann so sagt, F.H., Fritze Hitler hieß er doch nicht? Ja, das da oben. So. Das ist das. Das ist Idyll. So. So hat Infineon das Objekt hinterlassen. Herr Ottmann, Sie erkennen vielleicht Verwandtschaft an dem rechten Fuß. Also es war eine graue Schönheit und ja, erstaunlich, wenn man bedenkt, das ist der Hauptsitz einer börsennotierten, eines DAX-Unternehmens. So, naja, so habe ich noch mehr triste Bilder. So, und zu unserem Konzept. Also die Bedeutung der Arbeit und aller damit verbundenen Elemente nimmt immer mehr zu. Ein großer Teil der wachen Lebenszeit wird im Arbeitsumfeld erlebt, manchmal auch der Schlafenden, und verbracht. Wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben große Veränderungen auf diesem Gebiet mit sich gebracht. Produktionsprozesse großer Firmen werden weltweit verlagert, lokale Arbeitsplätze abgebaut. Gleichzeitig ist seit einigen Jahren ein deutlicher Trend hin zu vermehrter Selbstständigkeit und kleineren Unternehmen bemerkbar. Zudem gibt es in der Arbeitswelt immer weniger From-9-to-5-Jobs, sondern eher All-around-the-clock-Arbeitsaktivitäten. Dies trifft insbesondere auf Kreativschaffende zu. Im Zuge dieser Prozesse entsteht ein Bedarf an kleineren, günstigeren Flächen, die stadtnah und urban gelegen sind, mit Anschluss an Infrastrukturen wie Kitas oder Cafés und Restaurants. Und gerade wenn man viel Zeit im Büro verbringt, sucht man Flächen, mit denen man sich auch identifizieren kann. Flächen mit Charakter, nicht austauschbar wie manches perfekte Bürogebäude. Das eigene Fabrikgelände mit Pförtner, vielleicht mit Dachterrassen, grünen Erholungsflächen und bei uns sogar mit einem 50 Meter langen Pool. Da zeige ich Ihnen wieder ein paar Fotos. Also das ist das Hochhaus, da konnten wir dann irgendwie eine Struktur reinbringen mit diesen quadratischen Fenstern. Treppenhäuser, die da ein bisschen Klasse bekommen haben. So, also das sieht man, das ist schon ganz schön, diese Bauhauswirkung trifft sicherlich auch sehr den jetzigen Vorstellungen von Ästhetik. Und hinzu kommt natürlich, dass in München relativ wenig Industriebauten gab. Na gut, aber ich komme da gleich zu. So. Als wir das Gelände im Dezember 2006 erworben haben, hatte Infineon seinen neuen Standort bereits ein Jahr zuvor bezogen und der ehemalige Hauptsitz des DAX-Unternehmens präsentierte sich eher trübe. Wir hatten circa 100.000 Quadratmeter Leerstand übernommen und ich werde das Gefühl so schnell nicht mehr vergessen, im echt kalten Januar 2007, in den bis zu 300 Meter langen Gängen,
an den Hunderten auf Grundlast laufenden Heizkörpern vorbeizugehen und zu überlegen, was wir da monatlich so an Heizkosten fabrizieren, wenn wir noch keinen einzigen Euro Miete bekamen. Wir wussten, dass Loftflächen sicherlich auf großes Interesse stoßen. Trendbildend für diesen Bedarf waren Städte wie New York oder London, wo historische Industriebauten loftartig umgebaut wurden und sogar heute noch sehr heterogene Berufsgruppen beherbergen. Aber die meisten Mietinteressenten hatten schon Sorge, auf dem riesigen Leerstand von dem ein oder anderen Siemens-Gespenst gebissen zu werden oder dass man im Keller noch auf irgendeinen vergessenen Mitarbeiter trifft. Ach, Herr Meier, grüß Gott, ach, wissen Sie denn nicht, wir sind... Nein. Aber also im Ernst, wer mag schon der Einzige oder der Erste in einem Riesenhaus mit auf dem Gelände mit 100.000 Quadratmeter an sonstigen Leerstand sein? Na gut, also die neue Bahlern bot neben ihrer wunderbaren klaren Industriearchitektur und den variantenreichen Gebäuden von Hans Maurer natürlich genug Platz, um Identifikationspunkte zu schaffen. Die grüne Mitte mit ihrem 50-Meter-Pool, der diesen Winter viel zu wenig zum Eisstockschießen verwendet wurde, die Dachterrassen oder für die Erdgeschossnutzer die ebenerdigen Terrassen. Der erste Mieter kam dann im Jahr 2007 und ab dann ging es ganz schnell. Wir haben jedes Jahr deutlich über 20.000 Quadratmeter vermietet und umgebaut. Damit haben wir über 5 Jahre jedes Jahr 2-3% des gesamten Münchner Büromarktes auf dem Grundstück dargestellt. Wir haben die Mietverträge in der Regel ab 400 Quadratmeter bis zu 10.000 Quadratmetern abgeschlossen, sodass wir heute ca. 170 Mieter am Standort haben. Wir haben jede Mietfläche entkernt und in Zusammenarbeit mit den Mietern entwickelt. Manche Mieter hatten ihre eigenen Architekten, viele Mieter haben sich ihre Räumlichkeiten von uns planen lassen. Die Heterogenität der Gebäude schlägt sich natürlich auch in den Möglichkeiten für die Mieter nieder. So ist das Mieterspektrum auch sehr breit. Von der Produktion im Reihenraum, die Schreiner Group stellt dort eine illuminierende Folie her, die zum Hinterkleben von Automobilen, ist auch wahnsinnig gesund, man könnte es essen, soll es nicht essen. Also von der Produktion im Reihenraum über Großhandel, vom Modeshowroom zur Montessori-Schule. Von der Werbeagentur zum Physiotherapeuten, von der besten Currywurst der Stadt zur Buchhaltung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Wir haben 2 Restaurants, eines mit Veranstaltungsfläche vom Sterne- und DFB-Koch Holger Stromberg. Wir haben eine Hochschule für Mediadesign, eine Sixt-Mietwagenstation, Fotoateliers, Geräteverleih, Steuerberater, die auch zu den Kreativen zählen, wie wir wissen, Filmproduktion, Musikproduktion, Fitness, ein Rewe-Supermarkt bekommen wir jetzt und. Bis 2012 hatten wir über 90% unserer Flächen vermietet. Lediglich das Kantinengebäude konnten wir aufgrund seiner Raumtiefe von 40 Metern und seinem tiefer gelegten Erdgeschossbereich nicht richtig umnutzen. Wir haben stattdessen einen Neubau mit rund 18.000 Quadratmetern geplant und diesen architektonisch an die berühmte Fassade des Fiat-Werkes Lingotto in Turin angelehnt. Das Gebäude wird im Frühjahr 2014 fertig und ist heute schon zu 100% vermietet. Hauptmieter ist Sony Music, Rewe mit einem Vollsortimenter und Migros mit Elements, einem hochwertigen Fitnesskonzept. Sony war übrigens eine der wenigen Großvermietungen dieses Jahr in München. Die Nachfrage ist ungebrochen groß. Wir mussten vor ein paar Wochen, RTL 2 ist natürlich auch noch reingegangen. So, und die Nachfrage ist ungebrochen groß. Wir mussten vor ein paar Wochen eine Tochter von ProSieben, die über 3.500 Quadratmeter haben wollten, aufgrund von mangelnder Flächen absagen. So, jetzt zeige ich Ihnen noch ein paar Bilder. So, das sind also. Einfach so eine Idee, Mieterausbauten, sitzt im Herbst, der Pool. Dass man es eben erkennt, diese Loftflächen, die haben eben einen anderen Charakter. Heimat. So.
So. Mit offenen Installationen spart auch Geld. Der ist einer von den vielen Modeshowrooms. Der hat seinen Besprechungsraum über ein Wasserbecken gebaut, hat aber selber abgedichtet, deswegen funktioniert es nicht. Naja, also davon könnte ich jetzt viele Bilder zeigen. Aber das dient jetzt einfach dazu, dass Sie einen Eindruck bekommen. Das ist ein großer Online-Händler, die machen irre. Die haben mit 4 Quadratmetern angefangen, die machen jetzt 17 Millionen Umsatz. Zeit, Kunstverlag. So, Ausblick. Die Stadt München hat uns bei diesem Konzept sehr unterstützt. Frau Professor Tagold, Sie haben ja ganz am Anfang es angestoßen. Man muss sich vorstellen, dass wir die gesamte Entwicklung mit einem lediglich 3 Seiten starken städtebaulichen Vertrag festgeschrieben haben. Wir stehen jetzt vor der Verabschiedung einer Bauvoranfrage über die Verdichtung der Grundstücke entlang der Badernstraße. Die Fassade ist natürlich hier nur ein Entwurf. Nach § 34 über weitere 50.000 Quadratmeter. Aber wir sind nicht die Einzigen, die in diesem Stadtteil erfolgreich sind. Erfunden hat ihn eigentlich die IVG mit ihrem Munich Media Works, welche seit den 90er Jahren einen andauernd hohen Vermietungsstand an der Rosenheimer Straße aufweisen. Dann der großartige Neubau der Medienbrücke auf dem Gelände der Munich Media Works, welche nicht nur bereits vor Jahren für über 18 Euro vermietet wurde, sondern auch dann sehr erfolgreich verkauft werden konnte. Der Neubau an der Rosenheimer Straße vom Dr. Laub für den Oldenburg Verlag mit 6.500 Quadratmeter, soweit ich weiß, welcher ebenfalls gut verkauft werden konnte. Oder die anschließende Entwicklung vom Oliver Reis, Reis & Co., die dort neben noch so ein Hochhaus planen, was dem gesamten Auftritt an der Rosenheimer Straße sicherlich besonders gut tun wird. Natürlich auch die große Entwicklung des Viertels rund um den Ostbahnhof, auch Werksviertel genannt, mit Büros und Wohnungen auf dem alten Gelände des Kunstparks Ost in der nahen Zukunft. Aber auch die Institutionellen investieren kräftig in der Umgebung. Das schöne Refurbishment der Deka, genannt Sunyard an der St. Martinstraße mit 16.000 Quadratmetern. Oder von uns vis-à-vis der Neubau von Hochtief Smart House mit über 6.000 Quadratmeter, welcher zwischenzeitlich auch voll vermietet und meiner Kenntnis nach auch verkauft ist. Also es zeigt sich durch das Aufbrechen von so alten Strukturen, vor Jahren war es eigentlich so, wenn man die Rosenheimer Straße rechts abbiegen musste, St. Martinstraße, hat man die Augen zugemacht und war froh, wenn man beim Friedhof ist. Also durch das Aufbrechen von diesen Strukturen von Siemens oder Aufbrechen dieser Großstrukturen kann ein doch sehr stadtnah gelegenes Viertel sich eben erst vielschichtig und lebendig entwickeln. So, vielen Dank. Applaus.